Der Augarten im 2. Wiener Gemeindebezirk ist Wiens älteste barocke Gartenanlage aus dem Jahre 1708. Unser historischer Spaziergang beginnt am Augartenspitz und führt uns entlang einer barocken Häuserzeile vorbei am ehemaligen Palais Leeb und weiter zum Haupttor. Das Palais Leeb wurde von Johann Bernhard Fischer von Erlach im Jahre 1692 für den Ratsherrn Zacharias Leeb erbaut. Im Jahre 1899 wurde das Palais Augarten aufgestockt und um zwei Seitentrakt erweitert. Wenn wir entlang der historischen Häuserfront weitergehen, kommen wir zum Haupttor des Augarten. Unser Blick durch das Tor fällt auf das sogenannte Saalgebäude. Teile des Saalgebäudes gehen bis in die Zeit vor 1670 zurück. Im Zuge der zweiten Türkenbelagerung 1683 wurde ein an dieser Stelle stehendes Lieblingsschloss des Kaisers, daher der Name kaiserliche Favorita, bis auf Reste komplett zerstört. 1705 wird der ehemalige sogenannte Mittagsflügel durch das Saalgebäude ersetzt. Diese erhaltene Mauer ist der unter Denkmalschutz stehende Rest des ehemaligen Hauptgebäudes der kaiserlichen oder alten Favorita. Nun begeben wir uns in die großzügige Gartenanlage im französischen Stil. Zuerst betreten wir das große Parterre. Beim Blick zurück sehen wir die Fassadenruine der alten Favorita. Die weitläufige Gartenanlage wurde im Jahre 1766 dem Volk zugänglich gemacht und ist bis heute ein wichtiges, schönes und gepflegtes Naherholungsgebiet in der Großstadt mit über 52 Hektar Größe. Der Wien-Tourist erreicht den Augarten vom Zentrum aus mit der U-Bahn-Linie U2 bis zur Station Taborstraße oder mit der Straßenbahnlinie 2, Haltestelle Heinestraße oder am Tabor.